Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zum Tastest. Heute mit Softcake Kirsche. Die hatte ich tatsächlich privat in meinem Kopf vor, weiß ich, 5-6 Jahren und die mochte ich überhaupt nicht. Ich hab gedacht, komm Girl, gibst diesen Softcakes nochmal eine Chance. Weil die normalen Softcakes, die liebe ich ja total. Normalen Softcakes sind mit Zartbitterschokolade und Orange gefüllt. Richtig toll. Aber die Kirsche, die haben richtig komisch geschmeckt. Wie so eine künstliche Kirsche, voll seltsam und dann weiße Schokolade. Das war einfach der totale Overkill für mich. Aber hey, vielleicht mache ich es ja mittlerweile. Geschmäcker ändern sich im Laufe des Lebens. Und vielleicht haben sie auch die Rezeptur verändert. Ich werde das jetzt mit euch gemeinsam herausfinden und diese wunderschönen Softcakes probieren. Auffällig ist, dass sie auf der Schachtel richtig heftig weiß aussehen. Hier sieht euch gar nicht mehr so weiß aus. Da werde ich eiskalt angelogen auf Verpackung. Und jetzt habe ich natürlich meine Schere nicht. Ich hoffe, ich kriege das so auf. Hat's geschafft. Bin ich mal gespannt. Ich muss sagen, das riecht verdammt geil. Soll ich mal sagen, wonach das riecht? Es riecht so ein bisschen nach Dominostein, die es halt zur Weihnachtszeit gibt. Und auch so ein bisschen nach Marzipan. Riecht echt cool. Ich hoffe, das schmeckt genauso gut, wie es riecht. Die Kirsche, by the way, rieche ich jetzt überhaupt nicht raus. Trommelwirbel, Spannung. Ich muss sagen, ihr Lieben, entweder haben die Rezeptur komplett verändert oder mein Geschmack hat sich total verändert. Mein Geschmack hat sich vieles total verändert. Die letzten 2 Jahre. Zum Beispiel den Ofenkäse, den ich damals immer super gerne gegessen habe von Rougette, die mag ich persönlich überhaupt nicht mehr. Also der Geschmack kann sich wirklich verändern im Laufe des Lebens. Und ich muss sagen, diese Softcakes mache ich mittlerweile noch lieber als die normalen. Oh mein Gott, die schmecken so gut. Wenn du Dominosteine magst, weihnachtliche Vibes magst, Marzipan magst und so einen leichten Nicht-Kunst-Kirschengeschmack haben möchtest, sind das die richtigen Softcakes für dich. Echt? Wow, ich bin übelst begeistert und das meine ich jetzt ernst. Die schmecken grandios. 11 von 10 Punkten. Brauche ich gar nicht mehr überlegen. Die werde ich mir jetzt öfter kaufen. Die schmecken richtig gut. Die sind nicht süß. Also nicht so super, super, super ultra süß. Klar, ein bisschen süß durch das Marzipan. Aber die Kirsche macht das Ganze wieder nicht so süß, weil es halt keine Kunstkirsche ist. Und ja, das hat für mich so einen winterlichen, weihnachtlichen Aspekt. Und das finde ich so toll und die gibt es ja das ganze Jahr und ich reg mich immer auf. Ich würde gerne im Sommer Spekulatius essen. Ich würde gerne im Sommer Dominosteine essen oder Lebkuchen. Aber das gibt's ja nicht. Für die Weihnachtsfans unter euch, die auch mal so gerne Weihnachtssachen essen, kauft euch diese Softcakes.
Mehr Weihnachtsvibes gibt's nicht. Ich muss echt sagen, die schmecken super fantastisch. Ich dachte eigentlich, jetzt beiß ich voll den sauren Apfel. Hey, wisst, bin kein Fangirl von weißer Schokolade, weil ich die ein bisschen zu süß finde. Und Kunstkirsche hasse ich ja sowieso. Die erste Torte, die ich in meinem gesamten Leben gegessen habe, als dreijähriges Girl oder so, war bei meiner Oma. Und die hatte so eine Kunstkirsche auf der Torte. Ich so, Mami, kann ich die Kirsche essen? Die sieht so toll aus. Habe ich die Kirsche gegessen und dann... Das war einfach ein traumatisches Erlebnis. Ich habe nie wieder Kirschen gegessen für eine ganz lange Zeit. Ich glaube, 6 Jahre oder so habe ich Kirschen komplett abgelehnt. Und Kuchen habe ich auch nie gegessen. Das war einfach ein Trauma. Aber hier hast du keine Kunstkirsche, hier hast du einfach perfekt ausbalancierte Süße und einen weihnachtlichen Touch. I just love it. Echt. Ich habe das Schlimmste befürchtet. Und jetzt habe ich meinen neuen Lieblings-Softcakes. Ganz ehrlich, die schmecken besser als die Orangen-Softcakes. Für mich. Wobei ich sagen muss, die Orangen-Softcakes sind im Sommer wahrscheinlich erfrischender. Weil durch die Orange fühlt sich so ein bisschen erfrischt. Und ich habe auch mal gelesen, wenn du so Zitrusfrüchte isst, vor allem Grapefruit, erhöht sich dein Selbstbewusstsein. Das hast du hier natürlich nicht. Hier ist keine Zitrus-Vibes. Hier ist halt Kirsche, Marzipan. Ich finde sogar, der Marzipan sticht im Vordergrund. Voll die Marzipan-Vibes, Alter, wird. Und ja, deswegen. Im Sommer würde ich wahrscheinlich trotzdem die Orangen-Softcakes vorziehen. Aber wenn es jetzt nicht super heiß ist, definitiv diese hier. Die sind echt klasse. Gut, ihr Lieben. Falls ihr diese Softcakes kennt, schreibt eure Meinung in den Kommentar. Würde mich interessieren, ob ihr auch diese winterlichen Vibes da empfindet. Oder schreibt in den Kommentar, welche eure Lieblings-Softcakes sind. Würde mich mal interessieren. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten, wunderschönen Tag euch noch. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!